Weihnachten und so hat Eckart auch sehr früh dann angefangen, so kleine Aufführungen zu machen. Das war sehr typisch. Mein Vater hat mir das tatsächlich früh sozusagen näher gebracht, hauptsächlich in der geschriebenen und auch in der gedichteten Variante. Wir haben Heinz Erhardt, Ringelnatz, Tucholsky, Heinrich Heine, großartige Menschen. Und der Heinz Erhardt natürlich ist auch tatsächlich wie meine Eltern aus dem baltischen Kulturkreis, da aus Riga in seinem Fall, aus Lettland, meine Eltern sind aus Estland, also direkt nebendran. Und so hatte der schon einen besonderen Stellenwert auch bei uns. Fährt der alte Lord fort, fährt er nur im Fort fort. Und die gute Missis gibt ihm ein paar Kisses. Wenn er dann so flitzt, lacht er ganz verschmitzt. Denn er fährt nach Canterbury zu der Mary Lou, trinkt bei ihr nur ein Glas Sherry, das ist very true. Doch ich frag, wozu sie auch. Er hat ja schon immer einen ausgeprägten Hang zur Komik gehabt. Wir haben halt Mad, also er vor allen Dingen Mad gelesen. Yps mit Gimmick war immer schwer angesagt, also auch so ein bisschen Interesse an Naturwissenschaften, viereckiges Ei zu machen und so. Also ein Jahrhundert, man weiß, die Menschen. Ich habe relativ schnell angefangen, als Zauberkünstler sozusagen mich weiterzubilden. Habe einen Zauberkasten gekriegt von meiner Tante, habe da ewig geübt und dann auch für Kindergeburtstage und so meine allerersten Bühnenerfahrungen gesammelt. An einem kleinen Beispiel zeigen, wie sich die Zauberei in den letzten Jahren enorm entwickelt hat. Schauen Sie mal, was es kommt. Ja, typisch. Keine Reaktion. Ich sag Ihnen, vor 2000 Jahren noch echten Brüller. Beherrschung des Feuers. Damit hat das alles mal angefangen. Heute muss man schon einen Schritt weitergehen. Und aber wir sind anders war schon so, oder? Ja. Hieß damals, glaube ich, Chemie 2000. Und da hat er ordentlich mit rumgeknallt, bis sein Interesse sich anderen Dingen zugewandt hat. Beim Fernsehen waren meine Eltern relativ strikt und das finde ich bis heute auch richtig, weil zum einen Fernsehen Kinder nachweislich dick, dumm und gewalttätig macht und das kann man auch ohne Fernsehen werden, aber Fernsehen erleichtert das im frühen Kindesalter. Und auch wenn es damals die Studie noch nicht gab, haben meine Eltern schon darauf geachtet, dass wir nicht wahllos rumseppen, sondern, das war ja kurz nach dem Krieg, da gab es ja kaum Fernsehprogramme. Nein, das war tatsächlich so, dass wir vorher sagen mussten, was wir gucken wollen und dann konnten wir das gezielt gucken. Und große Abende waren natürlich dann so Abende mit Hans Rosenthal, wo wir Dalli Dalli gucken durften. Dalli Dalli, guten Abend. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen. Guten Abend, liebe Zuschauer zu Hause, im Sessel, auf der Couch, auf der Sitzbank, auf dem Teppich, im Bett. Und dann musste man vorher schon Zähne geputzt haben und schon im Schlafanzug sein und dann durfte man zusammen gucken und danach ab ins Bett. So gemeinsame Abende mit Familienunterhaltung, das ist ja auch rar geworden. Dalli Dalli war uns tatsächlich ein großes Vorbild. Ja, gut. Dalli Dalli. Zusammen aufgetreten. Ja, leider. Wieso leider? Ich sehe neben ihm immer so blass aus. Wir haben dann unter den Geschwistern diese Sendung nachgespielt mit den verschiedenen Varianten, so mit hin und her rasen, mit Begriffe raten, mit Geschicklichkeitsaufgaben lösen. Und das in unserer kleinen Wohnung, das war schon, davon gibt es leider, oder ich möchte sagen, auch zum Glück keine Fernsehaufnahmen. Wir hatten damals keine Kamera. Aber das war eigentlich das die beste Verwendung von Fernsehen, nämlich als Inspirationsquelle, selber kreativ zu werden. Und liebe Gebührenzahler, ist natürlich keine Coca-Cola. Das ist River Coke. Normalerweise müsste man sich jeden Becher einzeln eingießen. Aber als Zauberkünstler habe ich natürlich andere Möglichkeiten. Einfach die ganze Flasche. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, ich war so verblüfft, ich konnte nicht klatschen. Wir durften halt relativ wenig fernsehen, sodass immer, wenn meine Mutter dann weg war, wir sich heimlich ferngesehen haben. Da hat er dann gerne Laurel und Hardy und sowas angeguckt. Väter der Klamotte.
Was zeigt es denn an? Strichweise Gewitterneigung. Das ist ja das Barometer. Das ist ja bis heute so, dass Menschen, die im Fernsehen irgendwie stattfinden, denkt man erstmal nicht, dass es sie in Wirklichkeit gibt. Das ist ja so ein bisschen eine andere Welt. Und ich werde nie vergessen, wie ich tatsächlich Dieter Hallervorden mal live erlebt habe. Mein Vater hat mich da mitgenommen und das war schon irre, sozusagen einen, den man nur aus dem Fernsehen kannte und auch nur mit Sketchen oder mit Nonstop Nonsense, wie es damals hieß, hatte Herr Hallervorden auch eine ganz politische und engagierte kabarettistische Seite. Und das hat mich sicher auch geprägt. Wolfgang Neuss ist ja auch so eine schillernde Figur. Er hat großartige Filme gemacht, sehr pointiertes politisches Kabarett. Das war natürlich vor meiner Zeit. Also ich bin Jahrgang 67 und Neuss große Zeit war sozusagen noch zu Schwarz-Weiß-Zeiten davor. Ich habe ihn aber dann erlebt, noch hier in der Uferfabrik hatte er dann sozusagen nach seinem großen Ausstieg, der ist ja relativ spektakulär, hat er sich verabschiedet von der ganzen Medienwelt und sagte, ich will jetzt nur noch sozusagen in meiner Wohnung auf meiner Matratze sitzen und kiffen und hat dann sich sozusagen komplett zum Anti-Helden dieser medialen Vergötterung gemacht und insofern eben auch konsequent. Und hatte ja dann nochmal eine grandiose Talkshow, wo er mit Richard von Weizsäcker zusammen aufgetaucht ist. Herr von Weizsäcker, wissen Sie denn überhaupt, dass ich Bundespräsident würde, wenn die Kinder wählen dürften? Ja! Wissen Sie das? Das ist doch ganz klar. Das ist doch ganz klar, dass ich, weil die Kinder wählen nur immer einen aus der Sesamstraße. Jetzt hat die Porn da reingesprochen. Ja, also dein Publikum hier. Sind deine Zähne rausgefallen? Nein. Ich habe mich selbst verstümmelt. Mein Mikrofon ist weg. Das sind auch Vorbilder, die noch dieses Hofnarrentum gelebt haben. Die einfach gesagt haben, komm, scheiß auf die Autoritäten. Das ist genau die Anarchie, die der Komiker, die der Narr, die sozusagen der Witz hat, nämlich Status zu untergraben. Eckhart lebt in Bottrop und entlarvt zurzeit die bolivianische Krise. Christopher lebt in Kassel und entlarvt zurzeit die Analyse dieser Krise. Guntram lebt in Lübeck und entlarvt zurzeit die Krise dieser Analyse. Und ich mach dummes Zeug. Hans-Dieter Hüsch hat mich als Abiturient zwischen 16, 20 und so sehr geprägt, weil ich großartig fand, wie er eine Tiefe in diese kabarettistische Kleinkunstform reingebracht hat, die sehr selten ist und für die er auch ironischerweise damals ja angefeindet wurde, weil die politischeren Kollegen sagten, ja, das ist sozusagen so sentimentaler Kram, das ist nicht engagiert genug, das ist nicht weltbewegend und revolutionär, verändernd, sagen polarisierend. Machen wir doch was Leichtes, warum immer dieses Querulantentum? Da fällt mir gerade ein, wie wär's denn mal, wenn Lassie und Fury zusammen in einer Serie auftreten würden, nicht wahr? Es gibt auch Filme, wo zum Beispiel Peter Alexander zusammen mit Anneliese Rothenberg auftritt, nicht wahr? Sagt ja auch kein Schwein was, nicht? Und ich habe Hans-Dieter Hüsch hier in Berlin auch in der UdK erlebt, wie er aufgetreten ist. Und ich habe damals meinen ganzen Mut zusammengenommen und ihn danach angesprochen und gebeten, mir ein Plakat zu signieren. Und da hat er gesagt, ach, wenn ihr Lust habt, ich war da mit einem Freund, kommt doch mit, wir gehen hier noch nebenan in die Kneipe. Und da saßen dann Ulla Meinecke und alle möglichen Berliner Liedermacher und so die Crème de la Crème der Wortszene damals. Und da einfach sozusagen mitsitzen zu dürfen und zu erleben, wie die Leute privat sind, das fand ich großartig. Macht ja nichts, ich sag, ich spiele auch zur Not vor 14 Mann. Ob besoffen oder angetönt, darauf käm's mir nicht an. Und ich spiel mich laut Vertrag dann in den Wahnsinnsraum hinein. Wenn's mal still wird, hör ich gleich den eigenen Wahnsinn in mir schreien. Und von unten schreien dann die 14 Leute wieder mit.
und so halte ich mit dem Wahnsinn und den 14 Leuten Schritt. Der hat einen tollen Text, der mir sozusagen als Arzt auch immer durch den Kopf geht. Ich singe für die Verrückten, die seitlich Umgeknickten. Für diese Menschen will ich singen, endet der. Und zu sagen, ja, ich mache das nicht nur für die Reichen und Schönen, sondern ich will sozusagen meine Kunst sagen, Lachen, Heiterkeit, aber auch irgendwie eine Sinnhaftigkeit zu verbreiten, auch in den Dienststellen von Menschen, denen es nicht so gut geht. Diesen Ausweis aus dem Royal Free Hospital in London habe ich mir auch aufgehoben. Ich bin 1990 als Medizinstudent da hingegangen und habe da natürlich viel über die Ärzte und über die Krankheiten gelernt, aber meine eigentliche Ausbildung in diesem Jahr war zum Stand-Up-Comedian, weil ich praktisch jede freie Minute abends in die Clubs gegangen bin. Backstage Danny Boy! I said earlier there were two acts in the second half. I lied, there are three acts in the second half. So gesehen habe ich eigentlich in London durch die vielfältige Auseinandersetzung mit dem englischen Humor gedacht, Mensch, warum gibt es sowas nicht in Deutschland? Und heute ist es selbstverständlich, dass es viele kleine Clubs gibt mit Stand-Up, mit Mixshow, aber das war ja 1990 gar nicht so weit. Und das war sozusagen ein großer Wendepunkt in meinem Leben. Die anderen, wer ist alles nicht aufs Essen? Arm oben lassen, woher? Aus Ende, bitte. Jetzt verstehe ich, warum Sie die ganze Zeit so am Tuscheln sind. Da ist ja alles neu für Sie hier. Elektrisches Licht, Teppich. Es ist warm und nirgends ist ein Feuer zu sehen. Aus Ennepetal, willkommen! Dass ich mal als Komiker enden würde, das habe ich mir tatsächlich nie vorgestellt. Die Leute sagen ja immer, Mensch, wie kann man Medizin studieren und dann nicht Arzt werden? Guten Abend! Hallo Berlin! Mein Name ist Eckart von Hirschhausen, ich bin Arzt, ich werde Sie gut behandeln. In der Kombination habe ich ja jetzt meinen Weg gefunden, mein Ding, mein medizinisches Kabarett, was es so auch noch nicht gab und was so auch noch keiner gemacht hat. Und das ist eigentlich das, was auch jeden Komiker authentisch oder auch einzigartig macht. Wenn man aus seiner eigenen persönlichen Biografie, aus seiner eigenen Geschichte irgendeinen Blickwinkel auf die Welt hat, und das ist in meinem Fall eben die Sicht eines Mediziners und des Arztes und sozusagen dieses Diagnostische dabei. Unser Hirn verbraucht 20% der Körperenergie, wiegt aber nur 3% der Körpermasse. Das ist 3%, das kann man sich vorstellen, wie so eine Art FDP des Körpers. Kabarettisten und Ärzte haben ziemlich viel gemeinsam, nämlich dieses Hingucken, genau auf Details. Schauen auf Details. Ja. Und wenn Sie selber mal in der Klinik sind, da laufen so viele Weißkittel herum, man weiß ja nicht, wer ist wirklich wichtig, wer ist hier kompetent. Und da guckt man nach den Kitteltaschen, also je schwerer die Kitteltasche bepackt ist, desto niederer ist der Ausbildungsstand, so grob über den Daumen. Ja. Das heißt, die Anfänger haben immer unheimlich viele Bücher und Stethoskop und so. Ganz schlimm ist so Stauschlauch zum Blutabnehmen. Es gibt so eine goldene Regel, Blutabnehmen muss man nur so lange, bis man es kann. Also dann gibt es andere. Und mein erster großer Fernsehauftritt war bei Geld oder Liebe, bei Jürgen von der Lippe. Ich war damals noch als Arzt im Krankenhaus hier in Berlin. Und das war an einem Sonntagabend, werde ich nie vergessen. Und ich hatte auch niemandem groß was erzählt. Und das war ja so diese Kuppelshow damals. Und dein Beruf? Ich bin Arzt. Oder um genauer zu sein, bin ich Arzt im Praktikum. Das ist die Zeit zwischen Universitätsstudium und der Assistenzarztstelle. Und ich bin da in Berlin in der Kinderklinik. Mhm. Gut, dann wollen wir es. Du darfst auch viele Sportarten. Ja. Ne? Tauchen, glaube ich, schwimmen. Nicht? Ja, klar, wenn du das stand da, oder hast du das nicht? Nee, das stand auf dem Zettel. Tauchen würde ich gerne, wenn ich die 5000 Mark gewinne, dann gehe ich gleich tauchen damit. Tatsächlich habe ich da zum ersten Mal erfahren, welche Reichweite Fernsehen manchmal haben kann. Ich dachte, naja, machst du halt diesen Auftritt, kriegt keiner mit. Die meisten Zauberkünstler langweilen ihr Publikum ja mit schlechten Kartentricks. Stattdessen möchte ich sie mit einem sehr guten Kartentrick langweilen. Die Schwierigkeit ist nur, dass Sie da hinten natürlich die Karte nicht erkennen können. Je weiter Sie weg sind, desto kleiner erscheinen Ihnen die Karten. Für Sie zu Hause ist das natürlich auch so. Je weiter ich zurückgehe, desto kleiner erscheinen die Karten. Das ist ein optisches Gesetz. Wenn ich immer einen Schritt zurückgehe, werden die Karten scheinbar immer kleiner. Da kann man nichts machen. Schauen Sie sich. Und am nächsten Tag kam ich in die Klinik zurück und alle Krankenschwestern wussten davon. Es hatte sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Und das war dann auch so mit...